So, einmal hier hoch. Gut, dann starten wir die Unterrichtsstunde. Heute behandeln wir ein wahrhaft spannendes Ereignis. Den Koboldaufstand von 1752 mit all seinen Triumphen und Tragödien. Aber vor allem werden wir uns mit den verheerenden Folgen für die Zauberei-Mühlenindustrie befassen. Tatsächlich wissen wir, wie viele genau. 632. Doch Geschichte geschieht außerhalb des Klassenzimmers. Und schon ist es Zeit für meinen Spaziergang. Man kann die Geschichte, die durch Hogwarts fließt, praktisch aufsaugen. Ich glaube, der Professor will, dass wir ihm folgen. Und jetzt begeben wir uns zur Eingangshalle des Glockenturms. Sie wurde gemeinsam mit dem Rest des Schlosses im späten Mittelalter fertiggestellt. Die Halle sowie die Glockentürme darüber sind mit einer Vielzahl interessanter Artefakte ausgestattet. Schön, Sie wiederzusehen. Haben Sie sich von diesen lästigen Drachenpocken erholt? Das war nicht ich, Professor. Ich bin neu hier. Tatsächlich? Nun denn, willkommen. Zweifelsohne erwarten Sie bereits voller Spannung meine Analyse der diversen Zaubererräte, Kodizes, Statuten und natürlich der Koboldaufstände. Nicht alle Kobolde sind aufrührerisch. Einige wagen sich in die Zaubererpolitik, wie Irgit, der Hässliche. Andere sind talentierte Handwerker, wie Brackbor, der Prahler. Sagten Sie Brackbor? Den Namen kenne ich. Lodgok meinte, er wäre ein Vorfahre von Ranrock. Wohlbekannt für seine Metallarbeit. Ich könnte mir denken, viel von seinem geschmiedeten Eisen und Silber ist bis heute erhalten. Wo waren wir? Oh, ja. Zurück zu unserem Thema. Grimbald Weft. Eine weitere nennenswerte historische Figur. Er ist ganz in der Nähe. Rebellion. Grimbald Weft. Ich empfehle wärmstens, dass alle Schüler. Diese Besenreste sind alles, was von der Hexe Celine Wardenby übrig blieb. Es heißt, sie habe einen experimentellen Zauber. So, hier ist er. Ah, ich sehe, Sie haben Grimbald Weft gefunden. Ja, es hat Spaß gemacht, ihn zu suchen. Der Nervenkitzel akademischer Unterfangen. Ich kenne das Gefühl nur zu gut. Wenden wir uns nun der einnehmenden Persönlichkeit und allgemeinen Gutmütigkeit von Sir F. Puddle zu. Er ist auch in der Nähe. Sehen Sie, was Sie von ihm für die nächste Aufgabe erfahren. Ein Gefolge Teurer leistet seine ewige symbolische Wache über den Glockenturm. Statuen von Rittern. Nur damit Sie mich recht verstehen. Aufmerksame Schüler können die Statuen. Dieser unscheinbare Fleck soll der Ort sein, an dem der erste erfolgreiche Einsatz von. Schätze, erfolgreich ist hier relativ, denn wer immer das war, hat sich mehr.
Leben. Er hat seinen Ruhm weder durch seine Duellierkunst noch im Kampf gegen blutrünstige Drachen erlangt. Ein jahrhundertealtes Abbild von Pengor Don. Furchtloser Mäusejäger und hingebungsvoller Lerngefährte. Die Leute haben ihre Haustiere schon immer ihn unter Alten. So, Sir F. Puddle, wo bist du? Vielleicht hier? Ne? Muss ich hier raus? Ne? Rebellion! Schüler beschweren sich oft über die vielen Treppen in Hogwarts. Aber mich haben sie nie gestört. So, muss ich jetzt weiter rauf? Wie zu erwarten, besitzt Wagadus Geschichte ist nun ja etwas anders als die von Hogwarts, gelinde gesagt. Okay, also hier unten auch nicht. Ich darf in keinen Nichts anderen auf Raum. Der Welt ist so magisch wie Geschichte. Staubige, unabänderliche Geschichte. Dann muss ich weiter hoch. Mal sehen, ob ich das darf. Nein. Echt jetzt? Ist die unten und ich finde sie nicht? Derartige architektonische Errungenschaft. Wären die Gründer von Hogwarts ohne die Hilfe mächtiger Magie nie mehr. Rebellion. Ich würde jetzt so gern auf einen Besen sitzen. Die Statue ist ja nett. Professor Binns, ich habe Sir F. Puddles Statue entdeckt. Sehr gut. Leider war Sir F. Puddles Freundlichkeit sein Verhängnis. Er starb bei dem Versuch, sich mit einem Basilisken anzufreunden. Augenkontakt ist nicht immer zu empfehlen. Er war so beliebt, dass selbst einige Kobolde um ihn trauern. Das kam bei den anderen Kobolden natürlich nicht gut an, denn die meisten von ihnen wollten nicht um einen Zauberer trauern. Schade, dass sie nicht miteinander auskommen. Aber stellen Sie sich vor, wie langweilig meine Vorlesungen ohne Koboldaufstände wären. Die Geschichte pflegt sich zu wiederholen. Sie ist eine Reihe von Mustern, was sowohl beruhigend als auch beunruhigend ist. Kluge Schüler wie Sie werden daraus lernen.